Ja, ich komme ja schon. Ich fahre mal wieder unsere Saatblatt. So, ich begrüße euch recht herzlich zum dritten Part von LS17. Ich habe mich jetzt entschieden, ich mache drei Parts von der Ernte, weil es einfach mega viel ist. Also, wir sind jetzt schon bei, lass mich gerade mal gucken, über 80 Minuten Aufnahmezeit. Das ist einfach zu viel für eine, zwei oder gar drei Folgen. Also nee, für drei Folgen kriegt man das, glaube ich, gebacken. Aber für eine Folge oder für zwei wäre das ein bisschen viel und wir müssen ja vor allem auch noch die Ernte wegfahren. So, wir fahren jetzt das letzte Mal mit diesem Ladewagen zu unserem Megafeld. Und dann ist das fertig für die Ernte, für die Aussaat. Sollen also vorher einmal düngen und dann aussäen. So mache ich es in der Regel immer. Dann muss man noch einmal düngen im in der nach der Aussaat. Und dann ist alles gut. Mal gucken, den absenken können wir schon. Anmachen darf man den Ladewagen erst später, sonst bremst er. So, perfektes Timing war das. Oh, das hat sogar alles reingepasst. Aber guck mal, der ist schon wieder halber voll, wenn wir hier fertig sind. Nein, verpeilt. Nee, das hatte ich nicht abgesenkt. So, jetzt aber sind wir hier fertig. Dann fahren wir mal runter. Bin gerade am Überlegen, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir machen das Feld vom kleinen Mähdrescher jetzt mal, weil das müssen wir dieses Mal auch pflügen. Ich hoffe mal, das Auto lässt mich vorher noch durch. Hat keine andere Wahl. Dieses Feld müssen wir auch noch pflügen. Dafür braucht man einen größeren Traktor. Und ja. Dann sind wir schon wieder gut dabei. Und wir müssen die Zeit im Auge behalten. Wir haben noch 4 Stunden. Dann endet, glaube ich, das Angebot von der Transportfirma. Das heißt, wir müssen uns sputen. Aber wir können auch nur noch so, nur so schnell machen, wie der Mähdrescher ist.
Schneller geht leider nicht. So fahre ich normal immer. Ich lasse immer ein paar Spuren zwischendrin liegen. Und gehe immer so einmal im Wendekreis. So geht's am schnellsten, habe ich das Gefühl. Hier kommt bei weitem nicht so viel Stroh zusammen. Aber ihr müsst halt bedenken, bei dem großen Feld drüben haben wir immer drei Reihen auf einem Fleck liegen. Weil der Mähdrescher ja auch dreimal so breit aberntet. So. Und ich glaube, unser Drescher ist bald fertig. Wir gucken mal. Wir können ja mal hintergucken. Fast voller Korntank. Dann ist er noch nicht gleich fertig. Dann braucht er noch ein bisschen. Doch, er ist fertig. Jawollo. Gut, dann fahren wir mal hin. Oh, der ist schon überladen hier. Der Traktor kommt gerade noch so vorwärts. So, oh, ausladen. Oh, wie ausladen. Die Animationen hier, die mag ich auch, die feiere ich. So. Mal gucken, ob der jetzt noch fahren kann. Also was der auf jeden Fall braucht, ist das Blinklicht. Aber wenn der umkippt, dann ist Bohlen offen. So, dann beladen wir gleich unseren Trailer. Dann müssen wir noch einmal zum großen Mähdrescher. Der hat nämlich noch ein bisschen was als Rest hinten drin. Gut. R. Ich hoffe mal, dass der nicht ganz voll wird. Ha. Perfekt. Schön abdecken, dass hier kein Dreck reinkommt. Und dann nichts wie los zum großen Drescher und wegbringen mit dem Zeug. Da haben wir fast 100.000, wirklich fast, nein, mehr.
fast 120. Ja, warte, da haben wir nochmal 20. 140.000. Wo steht denn der Trash? Ach, da hinten. Wir sind ein bisschen geflogen. Hallo? Ich hätte gern hier Wandlicht. Ich stehe hier nämlich auf der Straße. Oh, jetzt hat sich da... Hallo? Ich wollte auch ruben. Ruben die mich an? So, leer ist er. Das wollte ich haben, mehr nicht. So, und auf geht's. Mit unserer letzten Fuhre an Getreide zur Transportfirma. Und dann können wir ein Resümee ziehen, wie viel Ernte wir wirklich hatten. Also wie viel Gewinn wir gemacht haben. Ja, das dauert dann noch ein bisschen, bis die Transportfirma das per Zug weggeschickt hat. ...915 haben wir im Moment. Also, hey, Gas geben. Nicht stehen bleiben. Überleg mal, der LKW kippt den echt um. Na dann Halleluja. Halleluja. Scheiße. Boah. Genau zwischendurch. Ich habe hier das Blinklicht an. Ich darf fahren, wie ich will. Ist in echt natürlich nicht so. Ja, nicht vergessen. So. Aber wir geben Full Speed. Was hier natürlich... Oh, das, nee, das ist ein Aschenbecher, der hier drin ist. Also den LKW, den brauche ich wirklich. Den sollte ich mir schnellstmöglich kaufen. Und weil der einfach so schnell ist, damit kannst du schnell das Zeug von A nach B bringen. Und die normalen Anhänger können wir auf jeden Fall hinten auch dranhängen. Für den Holztransport ist das gut. So, weg damit. Lädt er trotzdem aus? Ja. Können gerade mal gucken, ob wir noch was sehen. So. Steig mal in hier. Der ist leer. Sehr schön. Hallo? Gut, und weg damit. So. Gucken wir mal. 915 war hier der Wert. Da wir das hier ja nur gemietet haben,
Raps. Raps ist auch soweit. Dann müssen wir Raps auch gleich noch verkaufen. Raps ist auch ziemlich hoch. Und da haben wir ja 88.000. Dann vertickt man das auch gleich noch. Weil, wenn wir schon dabei sind. Oh nein, ich bin falsch gefahren. Ich hätte noch eins hoch müssen. So. 88.000 Raps. Das gibt auch nochmal ordentlich Kohle. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir eigentlich als nächstes kaufen wollte. Ich muss die Peilung auf die Brücke richtig kriegen. Und dann ist unser Silo aber leer. Leer, leer. Raps. Rein da. Die Mühle. Okay, die ist nicht so weit weg. Aber Raps da noch mit rein? Na, da können wir uns freuen. Einhundertsechstausend. Jawollo. Einhundertsechstausend. Insgesamt haben wir jetzt 150.000. Das ist schon fast unser halber Kredit. Aber ich weiß nicht mehr, was ich. Ich weiß nicht mehr, was ich mir eigentlich kaufen wollte. Einen neuen Traktor? Das wäre was. Den großen Trecker. So. Ab zur Mühle. Wir hauen jetzt alles raus, was nur geht. Und dann gucken wir mal. Die Mühle müsste hier eigentlich schon irgendwo sein. Oh, zum Glück. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man den hier umkippt. So, wo muss man? Ich glaube, man muss eigentlich da unten rumfahren. Eigentlich ist das hier der Ausgang, aber was soll's? Ja, komm, lad ab. Das wird jetzt noch mal ein Batzen Geld. Da muss man auch ein Ding losschicken. Das ist ja cool. Machst du die Klappe auch wieder zu? Irgendwie hinkt es gerade ein bisschen. Ja, servus, ich komm gleich nochmal, ne? Für die.
Also diese Kombination der LKW und der Anhänger, die sind geil. Die könnten nur noch getoppt werden. Könnten nur noch getoppt werden, wenn du zwei Trailer hinten dran hängen kannst. Wenn du ein Roadtrain machen könntest. Dann wäre es noch ein bisschen besser wie jetzt. Aber so ist schon übelst. Und kaum zu toppen. Vielleicht steigt der Preis ja auch gleich noch ein bisschen. Hätte ich nichts dagegen. Vielleicht können wir uns auch dieses Gespann gleich kaufen. 88 sind 140.000. Ne, 130.000. 130, 140.000 müsste der Raps noch mal bringen. Das ist schon mega fett. Dann hätten wir 300.000. Könnten wir auch den Kredit abbezahlen. So, hoch da mit dir. Nicht gegen den Pfeiler. So. Wir müssen immer die Zeit nutzen und auch parallel arbeiten. Solange der nämlich auslädt, können wir hier locker eine Reihe durchziehen. Weil, wie gesagt, auf dieses Feld hier muss der Pflug noch drauf. Alle anderen sind gepflügt. Und das Pflügen dauert einfach. So, wenn der hier voll ist, dann springen wir wieder zu unserem anderen Fuzzi da bei der Mühle. Oh, ich glaube, wir könnten sogar schaffen, dass das Feld hier fertig wird. Fünfundneunzig, 96, 97, 98, 99. Ja, wir sind fertig. Ha. Hat genau gereicht.
Gut, abladen. Zwei Felder müssen wir noch machen. Ja, Rennen gibt es hier leider nicht. Ach so. Hier, komm. Zügchen. Nochmal 5000 hier, ja. Das läppert sich, das läppert sich. Also falls ihr den Begriff nicht läppern nicht kennt, das heißt einfach, Kleinvieh macht auch Mist. So, warte mal. Wir machen jetzt Folgendes. Raps haben wir auch alles verkauft. Das heißt, unser Silo ist komplett leer. Ich will, wo will ich denn hin? Hier. Den hier zurücksetzen. Okay. Und wo ist der Trailer? Den hier zurücksetzen. Okay. Einsteigen. Die geben wir nämlich zurück, sonst kosten die uns wieder Geld. Die waren ja bloß gemietet. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Feld hier, dieses Konfigurationsfeld, dass das größer ist. Weil so wie es hier ist, ist es wirklich sehr klein. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich beides auf einmal zurückgeben kann. Falls ich überhaupt an den Punkt komme, wo ich hin muss. Ja, hier. Zurückgeben. Zurückgeben. Sehr geile Kombination. Werden wir uns auf jeden Fall demnächst holen. Das heißt, kaufen. Machen wir das Feld hier oder das andere unten? Ich glaube, ich mache erst das obere. So, jawohl, jetzt 130 hat uns willkommen beim Zuschauen. 130.000 haben wir gerade für Raps bekommen. Ich bin schon lange dabei. Ach komm, wir gucken einfach mal rein. Wir gucken mal gerade, was wir heute an Ernteeinnahmen hatten. 300.000. Schon übel. Dazu kamen noch 80.000 Holz, 16.000 Wolle und Fahrzeugverkauf, ja. Das waren zwei Fliegelauflieger und ein LKW. Eine LKW haben wir nur zurückgegeben. Zwei Auflieger. Ja, genau, die Spritze, die Amazon-Spritze haben wir noch verkauft. Genau. Also, wir könnten theoretisch. Ne, wir können nicht den Kredit ganz zurückgeben. Noch nicht. Was sich auf jeden Fall gelohnt hat, ist unser neuer Mähdrescher. Der hat sich sowas von bezahlt gemacht. Das Geld haben wir jetzt schon fast alles wieder drin. Und ja, wenn wir hier fertig sind, es ist immer so schwierig. Man könnte einfach den Kredit zurückzahlen, aber dann hole ich mir sowieso wieder einen Kredit. Also warum sollte ich den Kredit zurückzahlen? Damit ich die Kosten minimiere, ja, ich weiß. Weil wenn ich den Kredit nicht zurückbezahle, muss ich ja jeden Monat oder jede Woche, jeden Tag, ich weiß gar nicht, dafür Kosten übernehmen. Von dem her wird es wahrscheinlich Sinn machen, wenn ich den Kredit zurückzahle. Aber es wäre auch sehr nice, wenn ich mir einfach was Neues kaufen könnte. Wobei ich im Moment gar nicht. Naja, doch, einen neuen Traktor.
Einen Traktor, einen großen Traktor. Vielleicht kaufe ich mir. Warte, warte, wir gucken. Wir gucken. Den Valdra S-Series. Oh, der ist zu teuer. Weil wenn ich den so kaufe, wie ich den gerne hätte. Farbe Verona. Wenn ich mir den so kaufe, sind es 317.000. Oh, das ist wieder zu viel. Mit 317.000 kriegen wir nicht hin. Wo kriege ich nochmal 10.000 her? Müsste ich mal schnell eine Feldmission machen. Aber das könnte man vielleicht vor der nächsten Folge machen, ja? Die Mission könnte ich ja offline machen. Sozusagen offline, ja? Ist gerade jemand dabei, der zuschaut hier, damit er es versteht. Ich nehme hier eigentlich im Moment YouTube-Videos auf. Ja? Und deshalb vor der nächsten Folge. Du bist hier halt live dabei über Steam, lieber Zuschauer. Und ja, Varuna MC ist natürlich auch mein YouTube-Kanal. Für alle, die es nicht wissen. So, einmal wenden. So, ich hätte unglaublich gerne, wenn ich mir den großen LKW, großen Traktor kaufe, dann muss ich mir nicht immer mieten. Weil den habe ich mir jetzt schon 2-3 Mal gemietet. Das sind natürlich auch immer 10, 20, 30.000. Das könnte ich mir sparen. Aber jetzt bin ich immer ein bisschen schlecht gefahren. Ja. Weil der LKW, der Trecker hier, der ist schon etwas an seiner Grenze. Der kommt an seine Grenze. Sternenhimmel, Sternenhimmel. Oh. Wir könnten sogar. Nee, 317.000. Vor allem wird gleich wieder was abgezogen um Mitternacht. Ich überlege gerade, was wir noch verkaufen könnten. Was wir noch verkaufen könnten, damit es hier hinhaut. Und die kleinen Anhänger könnten wir theoretisch vorchecken. Hallo und herzlich willkommen zum Zuschauen. Kam noch jemand dazu zum Zuschauen? Ist ja unglaublich. Wir haben gerade sind gerade zwischen der Ernte. Wir haben knapp 100.000 Weizen verkauft, glaube ich. Beziehungsweise erstmal geerntet. Ja, durch unser Megafeld. Das zeige ich euch mal gerade. Ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe hier die 6, die 12 und die 16 alle drei gekauft und mit dem Flug zu einem Feld gemacht. Der Helfer erkennt es auch. Das heißt, es ist ganz geschickt. Und dieses Feld, allein dieses Feld hat uns so viel Weizen eingebracht. Ich weiß gar nicht. Ich habe einen neuen Drescher gekauft und den musste ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal, also den größten Drescher von Case, den musste ich 4 oder 5 Mal entleeren während der Ernte. Das war schon brutal.
Und ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, dass ich hier voll die das Weizen, das Stroh wegmache. Und dann, ja, beziehungsweise ich mache jetzt das Stroh weg. Ich werde die Aufnahme jetzt beenden. Ihr bleibt natürlich mit dabei, wer gerade zuschaut. Ja, das hat auf euch keinen Einfluss. Ich stoppe nur mein Aufnahmeprogramm. Und dann sehen wir uns YouTube-mäßig wieder, sobald ich alle Felder bereinigt habe. Würde ich mal sagen. Vielen Dank und ja, bleibt dran. Bis zum nächsten Part. Ciao.